Ein OneNote-Notizbuch online erstellen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte hier OneNote. Es erscheint das letzte Notizbuch. Ich gehe zu Datei, Neu und ich wähle hier den Online-Speicher. Hier gehe ich zum Beispiel zu meinen Notizbüchern oder ich könnte ja dann auch allenfalls einen neuen Ordner erstellen. Ich bin nun also beim Online-Speicher. Ich sehe das hier oben, wenn ich hier draufklicke, sehe ich, das ist auf dem SharePoint. Ich gebe dem Notizbuch noch einen Namen. Heute ist das Jahr 20, der 9. Monat, 13. Tag und diesmal ist es Ruder Club. Erstellen. Ihr Notizbuch wurde erstellt. Möchten Sie es jetzt für andere Personen freigeben? Das mache ich nachher, also jetzt nicht. Und da bin ich bereits im Online-Notizbuch. Ich kann nun hier beginnen mit Benennen der Abschnitte. Zum Beispiel Regatta plus Mitglieder plus Schnuppertag. Und ich brauche nie irgendetwas zu speichern. Und der Vorteil an dieser Version ist, das ist nun wirklich auch immer synchronisiert mit meinem Handy. Also ich schaue mal auf mein Handy und sehe da hier bei OneNote, klick darauf, da sind meine Notizbücher, hier ist bereits der Ruderclub, ich klicke auf den Ruderclub und ich habe genau dasselbe auf meinem Handy und kann nun auch von hier aus irgendwelche Notizen einfügen, wenn ich unterwegs bin und es ist immer synchron mit dem PC, weil das Ganze online gespeichert ist. Das war's.